Eine Brandserie hält die Feuerwehr Schalksmühle in den letzten Tagen in Atem. In der vergangenen Nacht musste die Feuerwehr wieder zu 3 Bränden ausrücken. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Ja, also heute Morgen in der Uhrzeit ca. 3.30 Uhr wurde die Löschgruppe Schalksmühle der Feuerwehr Schalksmühle zu einem Containerbrand alarmiert. Es handelt sich hier um ein Feuer, das ca. 10 Mülltonnen und ein Pkw betraf. Parallel ereignete sich aber in der Helferstraße im Ortsteil Schalksmühle kam es zum zweiten Brandereignis. Hier brannte ein Verkaufsanhänger in voller Ausdehnung, sodass wir eine Alarmstufenerhöhung vornehmen mussten, den Löschzug 1 der Feuerwehr Schalksmühle alarmiert haben, um sich diese Einsatzstellen aufzuteilen. Ja, beim Eintreffen an der Einsatzstelle Helferstraße zeigte sich ein Vollbrand des Verkaufsanhängers. An der Einsatzstelle 2 zeigt sich ein Vollbrand eines PKWs und 10 Mülltonnen. An einer ca. 20 Meter entfernten weiteren Einsatzstelle zeigte sich ein alter Kleidercontainer ebenfalls im Vollbrand, der dann von der Löschgruppe 3 Dollarbrück bearbeitet wurde. Ja, die Einsatzhäufigkeit gerade in dieser Woche ist auffällig hoch. Die letzte Nacht zuvor kam es auch im Bereich Helferstraße bereits zu einem Müllcontainerbrand und das ist schon recht auffällig. Als der Marktverkäufer Michael Mertens heute früh vom Dortmunder Großmarkt kam, um seinen Verkaufsanhänger auf dem Aldi-Parkplatz an der Helferstraße abzuholen, traut er seinen Augen kaum. Der komplette Verkaufsstand mit Tischen und Wagen war komplett abgebrannt. Ich war heute Morgen geschockt. Ich komme hier hin vom Großmarkt und will anhängen und zu meinem Verkaufs-, also beziehungsweise zum Markt fahren und sehe meinen Hänger da stehen und ausgebrannt. Ich war fertig. Bin zur Polizei, habe erstmal nachgefragt, wie das Ganze jetzt abläuft. Und dann bin ich jetzt wieder hier hingekommen.